Moin YouTube, was geht ab? Ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir pünktlich um 12 Uhr auf diesem Kanal. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute gibt es die nächste Episode von Road to Orion bzw. Polyatoma auf meinem Kanal. Heute gibt es eine besondere Episode und zwar heute gibt es die Castoff U auf meinem Kanal. Die AKU, die in der AR-Kategorie ist, aber irgendwie ein SMG jahrelang war. Mega strange. Auf jeden Fall ist das Teil ein fucking Laser, ein Beamer, eine OP-Waffe. Eine der besten Waffen, die wurde mittlerweile auch in vielen Turnieren gesperrt, habe ich mitbekommen in MLG oder CMG oder sonstiges. Und deswegen, das war mein Bild, womit ich die Waffe auf Gold gespielt habe. Es ist kein, ich sage euch jetzt schon mal, das sind nicht die perfekten Aufsätze, ich habe die einfach gebaut, willkürlich. Kann sein, dass nicht die Meta-Aufsätze sind, ihr könnt die aber probieren, wenn sie euch taugen, taugen sie euch. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal, haut rein. Platziere Claymore. Ohne Bereitschaft. Wechsle Magazin. Erbitte Aufklärungsüberflug. Kontaktdrohne wartet auf. Verbündete Kontaktdrohne in Position. Kontaktdrohne verlässt das Einsatzgebiet. Mein Gott. Mein Basti. Nein. Brauche Munition! So, Quickfix. Oh, Mann. Ich läuft auf dem Hardpoint. Lade nach! Zielort aktualisiert! Die Stellung einnehmen! Verbündete Drohne im Einsatz! Geschafft! Bringt es zu Ende! Oh nein, was ist das? Diese Schockladung, ja. Ja, das ist zum Beispiel so eine Situation, wo ich auch nochmal so stemmen würde. Lade nach! Konterdrohne an! Da kommt eine Betäubungsgranate! Mahan! Nee, wir gewinnen doch nicht. Das ist verrückt, natürlich doch. Gewinnen wir. Alter, was geht da ab? Boah, war eine gute Runde. War eine okay Runde. Ja. Ich find's geil, dass man halt so Visiere across alle Kategorien irgendwie so spielen kann und nicht für jede Waffe nur so ein paar gibt. Das ist cool. Immer. Spiel ich aber den Call. Aber das ist halt der einzige Spot, wo ich snipen kann irgendwie. Welches Level bist du eigentlich? 30. Insgesamt? Ja, 38.
Ist kurz vor zusammenflicken. Da kommt eine Blendmarke. Magazinwechsel. Lade nach. Der Robby hält auch schön lange, ne? Jo, das ist krass. Ich bin noch 20er. Was? Magazinwechsel. Ja. Noch einer? Ja, aber bei dir, also, weißt du, also, ich will nur sagen, das macht halt keinen Sinn. Max ist da gerade gespawnt. Max ist da gerade gespawnt. Und plötzlich spawnen vier Gegner neben ihm. Hä? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön dir, dass du im vierten auch. Das hat sich einfach. Was, im vierten? Dankeschön, dass du mit deinem Prime herlässt. Alles. Wie selbstverständlich. Deswegen, Chat, lass auf viel lieber. Und Jackie. Ich spiele ARs momentan nur Deathstream. Ich mache alle ARs auf Gold. Die AKU ist hier kein auch. SMG, sondern AR. Hilfe, die spawnen bei uns. Warum? Zusammenflicken ist schon geil, Mann. Was? Hat er recht! Hat er recht! Hat er recht! Akzeptiert. Man muss auch einfach der Wahrheit mal ins Gesicht schauen. Und er hat auch recht. In zwei Tagen Level 55 bei einem neuen Spiel. Es hat leichtes No-Life-Potenzial. Das ist ja so gar nicht mein Spielstil, ne, was ich da machen muss, aber sonst, ich laufe um eine Ecke, zack, tot. Die Map ist aber auch nicht so gut für Sniper, außer Mitte. Sehr geil. Es gibt halt zu wenig, die gut sind für Sniper. Vanguard, also Multiplayer zieht allgemein wenig Leistung vom PC, Multiplayer allgemein von COD. Deswegen Multiplayer kannst du immer generell höhere Settings machen als bei Warzone zum Beispiel.